Dear Gretchen Fowles, my whiskey friends, welcome to my whiskey channel. Dark! Yeah! What's gear? What's the crack? My mouthy made some more crates. You fine? Yeah, I'm fine too. Okay, ich wollte heute mal ein Video machen, ein bisschen im Schnee, weil ich hatte versprochen, mit, dass ich mal mache, wenn diese, wenn es hier schneit in diese Berlin. Oder Berlin bei Spandau. Und zwar habe ich heute diesen Whisky. Da Winter's Gold. Yeah, Winter's Gold. Und man soll diesen Whisky hier trinken im Schnee. Und das mache ich. Hat geschneit schön. Ja, andere Videos habe ich noch nicht. Das quatsche ich schon wieder hier. Whisky habe ich vor. Habe ich hier, Leute gucken immer, wenn man was macht im Video. Und, und ich habe gedacht, ich mache schnell mal ein Video. Ja, der Winnie habe ich ja schon mal diesen Winter's Gold probiert. Das war auf dem Balkon bei mir. Und ich habe gedacht, mache ich mal einen Schnee und kommt ein Schnee. Ja, gereift in Ex-Bourbon-Fässer. Ich weiß gar nicht, ob er in Sherry-Fass gereift ist. Steht was drauf. Auf der Verpackung liegt hier, wo mein Handy ist. ja. Hat mir eigentlich damals ganz gut geschmeckt, aber schmeckt eigentlich wie der 15-Jährige. Der Winnie, ja, geht eigentlich. Guter Einsteiger-Whisky. Okay, ist nur ein schnelles Video. Ich mache schnell ein Nosing. Yeah. Doch, Ex-Bourbon-Fässer kommt durch mit Vanille. Die sagen ja auch, dass man ihn eigentlich eiskalt erstmal in Gefrierfach legen soll und dann trinken soll, aber ist Quatsch. Mach ich nicht. War ich im Schnee hier? Was ging ab, Focke? Doch, geht eigentlich. Schöne Vanille, süße. Etwas Zitrone, aber ein bisschen nur, finde ich, so muss man sagen. Ich finde, kommt doch ein bisschen Cherry raus. Yeah. Auf alle Fälle, die Süße ist wirklich extrem. Ob das an den Snow liegt, die kalte Whiskybrühe? Yeah, what you do? Where am I? Tell me, Sir Motet, Viking, George, Abu Barnhouse. Slain she war. Okay. Ja, er geht so. Doch, ich finde schon, dass die Süße rauskommt. Schöne Vanille, Zitrone. Ja, nochmal, Slain she war again. Ist eine gute Vanille. Ja. Leute laufen auch hier. Das ist gute Vanille. Zitrone. Orange a little bit. Ja. Aber kommt die Cherry auch. Die Farbe, ja, könnt ihr sehen, ist so. Ja. Geht so. Dunkel, ja, dunkelgold, aber ich glaube, ist gefärbt. Hier habt ihr nochmal. Okay, vielleicht kann man ein bisschen so halten. Ja. Ja. Okay, Nummer 23. Slainche War. Zitrone auswaschen. Ja, ich finde es so zitronenmäßig, kommt jetzt stärker, Vanille, bisschen Cherry, Birne, Äpfel kommen auch ein jetzt nachhinein, die man aber nicht einen Geschmack hatte. Und ja,
gefällt mir dieser Whisky. Ich muss jetzt leider aufhören, weil ich jetzt weitergehen muss. Ich muss auch ein bisschen chappen gehen und so. Ja, und eigentlich wollte ich machen ein Whisky-Nerd-Video, aber kommt auch noch, mache ich morgen. Okay, wir sehen uns tomorrow. Okay, see you later, and alligator, and bleibt gesund alle und ihr Familie, eure Familien und alle. Okay, see you later, alligator, slinge war. Slow.